Im Namen des Mondes informieren wir euch. Ja, sag ich mal hallo und herzlich willkommen zu diesem etwas warmen Tag. Danke, dass ihr hergekommen, dass ihr überhaupt den Raum gefunden habt. Und ich habe selber danke gemacht, das hoffe ich auch. Ja, wir werden einen interessanten Vortrag jetzt durchnehmen, und zwar zum Thema Sailor Moon. Ich hoffe, man ihr alle kennt Sailor Moon, oder? Wenn nicht, dann auch nicht stimmt, dann zeige ich euch mal, wer oder was Sailor Moon ist. Das Thema unserer Präsentation lautet heute das Comeback von Sailor Moon der Welt zurück. Kurz zu meiner Person, ich heiße Stamos, ich bin vom Sailor Moon German Team. Unser Team setzt sich seit 5 Jahren für Sailor Moon im deutschsprachigen Raum ein. Und wir machen verschiedene Projekte, wir machen Übersetzungen, wir machen auch vorwiegend auf deutschen Conventions viel Programm, laden Synchronsprecher aus der Serie ein, machen halt sehr vieles rund um Sailor Moon, versuchen halt Sailor Moon mehr in Deutschland einzubringen, aber natürlich auch in Österreich, der Schweiz. Und deswegen bin ich heute nach Wien gekommen, um diesen Vortrag zu halten. Ja, nochmal kurz ein paar Fakten zu Sailor Moon. Sicherlich kennen die meisten von euch die Anime-Serie, die es seit 1992 gibt. Die Anime-Serie an sich basiert ja auf einem Manga, den es dann auch so 98 bei uns zu kaufen gab. Der Manga wurde von Ryota Takeuchi geschrieben. Und ja, kurze Frage ins Publikum. Wer hat von euch schon den Manga gelesen? Okay, es sind schon einige. Die alte Fassung oder die neue Fassung? Beide. Okay, einer fühlt sich unterscheidet sich ähnlich viel aus, dass bei der neuen Fassung die Originalnamen benutzt werden. Sie heißt ja nicht Bunny, sondern eigentlich Usagi Tsukino. Und neue Zeichnungen sind dazugekommen, das ist abgewandelt, aber im Großen und Ganzen ist die Geschichte gleich von dem Manga, den der Ufo 1992 gezeichnet hat. Und auch der neue Manga, der 2003 im Garten rausgekommen ist, sogar jetzt auch letztes Jahr die Kanzelband-Version rausgekommen ist. Die meisten von euch sind sicherlich aber mit der Anime-Serie groß geworden. 97 schaffte es auch Sailor Moon, das Medium mit den Zauberkräften, auch nach Österreich. Auch die Nummer 11 ist gesehen. Früher lief es ab 1995 auf dem ZDF. Dann kam der große Boom eigentlich mit der Ausstrahlung auf RTL2. Vorher wurde die erste Staffel auf dem ZDF übertragen und eigentlich hat es nicht jeder so richtig mitbekommen. Das Interessante dabei war, damals hat man schon gemerkt, okay, Sailor Moon, das Neue ist aus Japan, kennt man noch nicht in Deutschland, Österreich. Und dann haben wir wirklich versucht, daraus was zu machen. Es gab noch Merchandise zu der noch unbekannten Serie, wie zum Beispiel Mondstab oder die Sternenfigur im Handel. Ja, nur weil das keiner gekauft hat, weil es keiner kannte. Und jetzt Jahre später prügelt man sich jetzt fast auf die Liebe, wenn man irgendwie ein Merchandise davon bekommen will. Schade drum. Auf jeden Fall, 1997 kam dann schon langsam der Boom auf, weil dann auch zu dieser Zeit die zweite Staffel auf RTL 2 lief. Und ja, dann begann auch eigentlich so die Ära Cosplay oder generell Anime für viele. Ich denke immer wieder, wenn ich Conventions besuche, die Conventions, die heute stattfinden, wären vielleicht nicht so möglich gewesen ohne Sailor Moon, die damals alles ins Rollen gebracht hat. Natürlich gab es auch andere Serien wie Pokémon oder auch Dragon Ball, die wirklich was bewirkt haben. Aber für mich war Sailor Moon eine Serie, die gezeigt hat, das ist Anime, das ist was Neues aus Japan. Und das hat eigentlich alles ins Rollen gebracht. Und in Japan gab es natürlich nicht nur Anime und Manga, es gab auch noch einiges mehr. Zum Beispiel gab es eine Live-Action-Serie oder Musicals. Ja, wir wussten davon Bescheid, dass es auch solche Varianten von Sailor Moon gibt. Achso, ja. Ja. Okay. Ja, das Musical folgte recht schnell, nachdem der Manga und der Anime in Japan seine Premiere feierten. Schon seit 1993 bis 2005 gab es jedes Jahr mindestens ein Musical zu Sailor Moon. Dann gab es eine lange Pause, dazu komme ich später, und dann gibt es jetzt wieder neue Musicals. Die sollte man sich unbedingt anschauen. Und 2003 hat man dann den Sprung ins TV mit echten Schauspielerinnen gewagt.
Die Serie Pretty Darling Sailor Moon oder die Fans in PSM war 2003 eine der beliebtesten Tokusatsu-Serien in Japan und man hat versucht, die erste Staffel von Sailor Moon getreuer dem Manga nachzubringen. Denn eins darf man nicht vergessen, jeder der Sailor Moon-Versionen zeigt was anderes. Alles dreht sich natürlich um die Geschichte von dem tollpatschigen Mädchen Usagi Tsukino und ihren Freundinnen, die die Welt retten. Aber jeder von diesen vier Serien hat was Besonderes. Legen wir nochmal den Fokus auf die Autorin selber, Naoko Takeuchi. Naoko war damals noch recht unbekannt vor ihren Arbeiten zu Sailor Moon. Mit Sailor Moon hat sie wirklich einen Meilenstein gesetzt in der Shoujo-Szene. Was kann man zu dieser Autorin sagen? Erstens, sie ist sehr schüchtern. Es ist jetzt nicht diejenige Frau, die man auf einer Convention einladen könnte. Schade. Ihr Erfolg, ihr größter, sage ich mal, ist wirklich bei Sailor Moon geblieben. Aber vor Sailor Moon gab es natürlich was anderes. Da gab es Codename Sailor V, also quasi die Vorgeschichte von Sailor Venus als Sailor V. Da hat sie versucht, mit einem Kapitel zu starten. Und sie war damals bei dem Verlag Kodansha. Und ihre Kapitel sind bei der japanischen Ausgabe von der Nakayoshi erschienen. Und ihr Editor meinte damals, wie von Osapi genannt, ja, das hat Potenzial, aber warum entwickelst du nicht einfach eine tiefgründigere Version davon? Und so kam es, dass sich etwas mehr inspiriert hat lassen, auch von der Geschichte, von der Astrologie und so weiter, und hat sich dann die Geschichte rund um Pretty Darling Sailor Moon ausgemacht, oder wie es damals noch hieß, die Show mit Nancy Sailor Moon. Früher oder später hat man doch mit dem Erfolg der Anime-Serie was in Japan bewegt und man hat sich entschieden, okay, wir vertreiben es weiter. Rechte wurden verkauft im Ausland, einer der ersten Länder war Frankreich, dann kam Amerika, Deutschland war auch sehr schnell, dass sie sich die Rechte eingekauft haben. Aber dann kamen schon die ersten Probleme und hier beginnt eigentlich schon die ersten Schritte, warum Sailor Moon weg war nach einiger Zeit. Da passierten schon die ersten merkwürdigen Dinge. Man darf nicht vergessen, der Manga wurde zeitlich quasi mit der Anime-Serie zusammen produziert. 1992 zeigte Naoko Kapitel für Kapitel und das Produktionsstudio Toei Animation hat dann versucht, diese Kapitel umzusetzen. Dann gab es halt immer so Probleme, ja, liegt hinterher von der Zeit und muss sich irgendwas angefallen lassen, um die Episoden zu füllen. Deswegen gab es in der alten Serie so viele Episoden. Ich glaube, das sind Persönlichkeiten wie Elle und Anne, die es im Manga ja eigentlich nicht gibt. Andere, die ihn auch sehr geschmerzt haben, waren zum Beispiel, dass man ihre Geschichte entfremdet hat. Nehmen wir mal das Beispiel die Starlights. Rechts haben wir die Starlights in ihrer normalen Fuku-Version und rechts ist das TV-Bild von Korea. Und Korea wurde einfach ihnen mehr Stoff geschenkt, sage ich mal. Und generell bei den Starlights hat es dann bei Naoko erst recht aufgehört. Denn im Manga sind die Starlights durchgehend Frauen, die sich dann nur als Männer verkleiden. Im Anime wurde es dann wirklich so hingezeichnet, sie sind Männer, aber nachdem sie verwandeln, sind sie Frauen. Aber im Manga sind sie die ganze Zeit das andere Geschlecht. Sei es drum, das hat mich damals sehr verärgert. Was man auch damals gemacht hat, als die Rechte verkauft wurden, dachte man sich, okay, Sailor Moon klingt sehr toll und da dachten sich die Leute aus Amerika 1995, aber das ist doch dann nicht von uns aus Amerika, also brauchen wir eine eigene Version. Und so hat sich Saba quasi zu entschieden, man startet doch eine eigene Sailor Moon Version, aber Gott sei Dank ist das nie veröffentlicht worden. Es gibt nur noch so Ausschnitte, Trailer und so weiter. Aber da sieht man schon, was man quasi mit Locus Baby gemacht hat. Man hat einfach hergenommen und versucht, selber daraus Profit zu schlagen oder es anders zu vermarkten. Und das hatte dann nicht so gefallen. Auf jeden Fall gab es dann, bis 2005 lief alles sehr gut. Also Sailor Moon wurde weltweit zu einer der bekanntesten Anime-Serien überhaupt. Es folgten, wie gesagt, weitere Musicals, es folgte die Live-Action-Serie. Der Manga war immer präsent, alles war präsent in jedem Land.
Aber dann war eine Aufruhr zu einem Punkt gekommen, wo sie dachte, eigentlich bin ich jetzt schon mein eigener Herr quasi und ich lasse mich eben jetzt nicht mehr weiter verstümmeln. Gerecht, denn was andere Länder wie zum Beispiel Korea gemacht haben oder Amerika ist ja wirklich ein Paradebeispiel, was die mit dieser Serie gemacht hat, das hat ja gar nicht gefallen. Und vor allem die Anime-Serie, die erste, die von 92 bis 97 von Toei Animation gemacht worden ist, die hat ja im Endeffekt dann doch nicht so gefallen. Man hat da einen guten Weg gefunden, die erste Staffel getreu dem Manga zu animieren, aber da gab es schon auch Veränderungen. Ich will ja jetzt nicht spoilern, aber zu mir konnten die meisten die Manga schon gelesen. Beispiel, also erste Staffel, Serenity quasi, Sailor Moon besiegt Königin Peridia, Queen Beryl. Im Manga ersticht sie Sailor Venus mit dem Schwert. Warum wurde das nicht umgesetzt? Oder generell, die fünfte Staffel ist für mich die schrecklich umgesetzt im Anime, denn da passiert ja noch immer, nachdem Sailor Galaxia quasi wieder gut gemacht wurde. Im Manga gibt es ja noch ein Feind, das Chaos, das wurde ja quasi mit etwas weniger behandelt in der Anime-Serie. Von daher dachte ich auch, warum wird mein Baby nicht so produziert oder weitergetragen, wie es eigentlich sein sollte. Und dann ist er zum Punkt gekommen, wo sie die ganzen Lizenzen eingefroren hat. Das fing dann schon damit an, dass es die zweite Staffel von PSN gab, von der Live-Action-Serie. In der wirklich erfolgreichen Serie zu seiner Zeit wurde nach der ersten Staffel abgesetzt. Die Musicals, die eine Tradition von 1993 bis 2005 hatten, also quasi 30 Musicals und wurden auch gekapert. Es gab dann keinen mehr. Der Anime verschwand von der Bildfläche aus allen Ländern. 2005 lief er auch im deutschsprachigen Raum das letzte Mal auf RTL2 ganz kurz. Und dann verschwand er auch in der Manga. Den gab es auch nicht mehr zu kaufen. Es hieß dann quasi wirklich Goodbye Sailor Moon. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin wieder Fan von Sailor Moon geworden, so 2008 rum. Und das war dann schon eine sehr traurige Zeit von Sailor Moon, weil es gar nichts gab. Du hast kein Merchandise bekommen, also kein neues, nur ein altes über eBay, wo du wirklich alles verkaufen musstest, bis zu deiner Seele, um es zu bekommen. Dann, es gab auch auf dem, wie gesagt, im Internet gab es null Informationen, man wusste nicht mehr, okay, was macht eine Oper, was machen die Synchronsprecher, was macht jeder, was macht das. Das hat mich damals auch einen Ansporn, selber eine Community zu erstellen, Sailor Moon Japan, um einfach nochmal alle News aufzusaugen und euch weiterzugeben. Und ja, es bewegte sich nicht mehr. Was aber da waren die Fans. Wenn man sich die Conventions angesehen hat, man hat immer wieder Sailor Moon Cosplayer gesehen. Denn die Fans sterben nicht aus. Es wurde halt etwas in die Vergessenheit geraten, aber Fans waren immer da. Und nach langen Lizenzstreifen, denn eines war gewiss, die Fans da draußen kannten noch Sailor Moon aus ihrer Kindheit und sie wollten sie wieder zurückhaben. Und irgendwann, nach vielen Jahren, hat sich dann Naruto doch breitreten lassen, aber nur unter einer Bedingung, dass wenn Sailor Moon ein Comeback machen sollte, dann so wie sie es will. Sonst nicht. Da haben auch die jeweiligen Partner eingestimmt, als erstes Toei Animation, das Produktionsstudio, was für den ersten Anime und auch für den neuen zuständig ist, und Landschaft, die den Manga rausgebracht haben. Das waren erstmal die ersten Anlaufstellen, wo man gesagt hat, okay, wir wagen es nochmal und veröffentlichen Sailor Moon nochmal. Das Problem war jetzt, Sailor Moon war von 2005 bis Ende 2009 quasi von der Bildfläche verschwunden. Es hieß jetzt, okay, man muss einen Weg finden, diese zwei Bommeln wieder zurück in diese Szene reinzubringen, als ob sie quasi nicht weg wäre. Deswegen entschied man sich, ein Projekt anzustreben, das Projekt Italien. Was es dann auf sich hat, es war so, vielleicht ist es ja, dass im europäischen Raum Italien und Frankreich doch eines der Anime-Länder sind. Deutschland bezeichnet sich auch oft gerne als eines, aber im Vergleich zu diesen beiden Nationen hinkt das schon hinterher. Italien ist und war ein Land, wo gerne Anime konsumiert wurde und da haben sie entschieden, okay, wir suchen uns ein Land außerhalb von Japan aus und starten da dieses Konzept. Wenn das Erfolg hat, vertreiben wir Sailor Moon wieder weltweit. Und so begann man, das neue Konzept in Italien umzusetzen. Man hat neue Bilder gezeichnet, alle die neuen Bilder, die eben auch auf den deutschen Produkten sieht, wurden von Marco Alghiero gezeichnet.
Man hat dann wirklich versucht, Step by Step Sailor Moon wieder zurückzuholen. Und diese Steps wurden auch später im deutschsprachigen Raum gemacht, dazu später in der Präsentation. Der erste Step war, sie einfach wieder ins Fernsehen zu bringen. Man hat sich ganz bewusst entschieden, sie aber nicht im Free-TV zu zeigen, sondern im Pay-TV. Und so lief Sailor Moon Ende 2010 dann auf dem Pay-TV-Sender Hiro. Das ist ein technischer Pay-TV-Sender, um einfach zu sehen, wie weit sind die Fans bereit, dafür zu zahlen. Man hatte Erfolg, es haben doch viele sich nur wegen Sailor Moon und diese Pay-TV-Sender geholt und ja, der erste Schritt war getan. Nach diesem Schritt folgten dann die nächsten Schritte. Man holte den Manga zurück, der erschien dann auch in der Re-Edition in Italien und man hat dann, nachdem die Serie im Pay-TV ausgelaufen war, sie wieder ins Free-TV zurückgeholt. Und dann ist auf dem ersten italienischen Sender Intersat, glaube ich, hieß er, auch in Dauerschleife, wie jetzt bei uns auf Kuba. Ja, und dann dachte man sich, okay, der Anime hat seinen Erfolg, dann hauen wir mal so richtig raus. Und dann gab es das erste Mal neues Merchandise. Ich weiß nicht, ob sich jemand von zum Beispiel diesen Mundschutz damals geholt hat. Als der rausgekommen ist, unterstanden die Fans den Kopf, denn über 10 Jahre lang war es wirklich kein neues Merchandise mehr so richtig aktuell ist, sondern kam wirklich ein Merchandise-Produkt nach dem anderen raus. Puppen, Zepter, DVDs. Bis dann war eigentlich Japan und Amerika die einzigen Länder auf der ganzen Welt, die offizielle DVDs hatten. Dann kam wirklich der Schluss, dass man auch italienische druckte und somit war eigentlich der Weg geebnet, Sailor Moon ein Comeback zu starten. Nachdem das Projekt Italien dann seinen Erfolg hatte, hat man sich gedacht, okay, Sailor Moon, jetzt kannst du mal in die große weite Welt hinausgehen. Man hat sich dann primär natürlich auf den europäischen Raum besinnt, dass man dort sie zurückholt, aber natürlich dann auch später in Südamerika oder in Asien. Amerika hat man etwas vernachlässigt, bis jetzt vor einem halben Jahr. Und ja, Sailor Moon kam dann in vielen verschiedenen Ländern zurück. Nach Spanien, nach Brasilien, nach Portugal, nach Thailand. Interessant war, dass auch Länder, die Sailor Moon vorher nie zu Gesicht bekommen haben und sie jetzt endlich mal gesehen haben, wie zum Beispiel in Israel. Sailor Moon hat 2011 das erste Mal eine Erscheinung quasi in Israel gemacht. Es wurden alle 200 Folgen synchronisiert. Auch in Thailand wurde die Serie neu synchronisiert. Einer von August Bedingungen war, wenn man meine Serie, eine alte Serie, die ihr sowieso nicht so gefallen hat, wieder neu vermarktet, dann wenigstens sinngemäß. Sprich, zensierte Fassungen, wie zum Beispiel die thailändische, war auch davon betroffen, da musste nachgeholfen werden. Und so hießen die Charaktere wirklich so, wie sie heißen sollten. Sie hieß Susaki, nicht Bunny, Serena oder Schlag mich tot. Oder die Attacken von Wandlungssprüche. Naoko hat sich damals schon was gedacht, wenn sie sich verrückte Namen wie Star Jenny Mutterus oder keine Ahnung was ausgemacht hat, gesehen, wollte sie einfach, dass das wieder da ist und dass da nicht irgendwelche verkehrten Übersetzungen da sind, die vom Sinn her nicht so weit entfernt liegen. Denn die deutsche Fassung ist ja auch nicht gerade 1:1, aber vom Sinn her treffen sie sich auch einige Stellen wieder. Naja, nachdem dann dieses Comeback in verschiedenen Ländern gestartet ist, dachten sich viele, okay, wann ist jetzt mal der deutschsprachige Raum dran? Ich rede jetzt mal primär aus der deutschen Sicht, also aus Deutschland, weil ich mich da in den letzten Jahren viel darauf konzentriert habe. 2011 war eigentlich das Jahr, wo Sailor Moon langsam wieder ihren Fuß in die Tür bei uns setzte. Das beginnt dann alles so, okay, es ist dann eines Tages, kann ich mal anfangen, ganz eine deutsche Firma hat Rechte gekauft zu Sailor Moon. Alle waren hellauf begeistert. Es ist so, okay, sie haben Rechte zu der Fernsehserie, Rechte zum Merchandise, Rechte zu allem wirklich, was die Anime-Serie und die Anime-Serie betrifft. Und somit war für viele Fans klar, Sailor Moon kommt dann jetzt wirklich zurück, nach ungefähr 7 Jahren Abstinenz im TV. Leider war es dann so, dass dieses Projekt dann doch gescheitert war. Die Firma, die hieß MVE, hat sich damals im Jahr 2011 die Rechte geholt, hat versucht, die weiter zu verkaufen. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals selber auf der Anime-Night und da waren einige deutsche DVD-Publisher und ich habe uns nachgefragt, ja, interessiert euch für Sailor Moon und so weiter.
Das konnten wir dann zwar nicht sagen, ja, wir kaufen es oder so, wenn wir dann auch durchgehen, wenn wir es gesagt hätten. Aber man hat schon gemerkt, es waren alle dahinter. Alle wollten wirklich diese Magical Girls hier einkaufen, um sich zu vertreiben, denn das war wirklich eine gewinnerziehende Marke. Ja, wie gesagt, erstmal wurde dieses Projekt Anime im deutschsprachigen Raum leider fallen gelassen. Es war ein Flop. Es hat sich laut den Aussagen niemand gefunden, der interessiert war, die Serie zu kaufen, was wir Fans eigentlich bestätigen können oder auch später mit den ganzen Publishern gesprochen haben, denn Interesse war doch da. Er war scharf auf die Serie, aber keine Ahnung, warum man ihn verkauft hat. Aber was anderes haben wir dann bekommen. Und zwar der Manga. 2011 schaffte es der Manga auch wieder zurück in den deutschsprachigen Raum. Es gab zwar schon den Manga vorher in 18 Bänden plus 3 für Sailor Farben und den gab es auch bis Mitte der 2000er dann war der auch vergriffen und man konnte wirklich viel teures Geld den auf eBay oder Amazon kaufen. Habe ich dann auch getan und dachte mir, verdammt, jetzt kommt der Manga neu raus, hast ein ganzes Geld in den alten Ausgaben. Aber ist ja nicht schlimm, beide sind auf ihre Art doch Einzelstücke und da sind wir wiederum die ersten Bedingungen wieder von der Oko. Sie wollte wirklich alles original haben. Natürlich liegt ihr der Manga mehr am Herzen, weil das hat sie wirklich ja selber gezeichnet. Und die Animes haben ja zigtausende andere gezeichnet auf ihrer Idee drauf. Und ihre Bedingungen waren ganz klar. Erstmal eine japanische Leserichtung, also nicht so wie die deutschen Comics, dann originale Namen und Bezeichnungen. Wie gesagt, auf ihn hieß sie nicht mehr Bunny, sondern Usagi. Und ihre ganzen Attacken, wie wir sie alle kennen, so wie Mondstein-Musik, wurden dann im Manga so übernommen, wie es eigentlich sein sollte. Und der Manga war zu seiner Zeit vor 2 Jahren recht erfolgreich. Also da hat schon auch Awards eingeheimst als bester Manga, national, international. Und somit hat Sailor Moon schon den ersten Schritt wieder zurück in die deutsche Szene gemacht. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren, als der Manga rauskam, hat man auf den deutschen Conventions über die Sailor Moon Cosplay gesehen, vermehrt als ein Vorjahr. Man hat gemerkt, die Leute interessieren sich wieder und es war mit aller Munde und durch die ganzen Werbungen auf den Conventions und dann auch im Internet hat man dann wirklich gemerkt, es kommt zurück. Und für mich war es einfach der schönste Moment, als ich an die Buchhandlung ging, auch hier in Österreich, und habe die Mangas gesehen. Ich habe mich so gefreut, ich dachte, das gibt es nicht. Also, ihr müsst mal die, ich weiß nicht, ob ihr es selber nachempfinden könnt, wenn ihr ja schon lange in dieser Fanszene drin seid, aber man hat damals wirklich nach allem etwas ausgeschaut, was irgendwie mit 2 Bäumen zu tun hatte. Als ich dann im Anlass war, dachte ich, es ist wieder zurück, es ist da, Halleluja. Und zum Glück blieb es dabei nicht. Die meisten Fans dachten sich, okay, Manga ist schön und gut, ist auch eine Sache, aber für die meisten liegt einfach das Fanherz mehr an der Anime-Serie, die wir damals auf den RTL 2 oder ORF-Zeiten kannten. Und man hat wirklich viele TV-Sender geschrieben, ja, warum die Produktion gestartet damals, irgendwie Sailor Moon zurückgezogen auf die deutsche Bildschirme. Dann passierte auf einmal quasi ein Wunder und ein TV-Sender hat angekündigt, man strahlt Sailor Moon wieder aus. Für viele gab es so ein Hurra, aber war es dann auch so, verdammt. Denn wenn wir uns an die Schritte von Katara erinnern, war da auch, wenn es um die Anime-Serie geht, der erste Schritt Pay-TV. Und somit hat sich der Pay-TV der Animax die Rechte zu den Folgen wiederholt und hat angekündigt, naja, leider etwas mit dem falschen Slogan, nach 10 Jahren zurück im TV, das war eigentlich 7, dass man Sailor Moon wieder zeigen wird. Für viele Fans, unter anderem mich, war es natürlich auch der Anreiz, sich auch die Animax zu holen. Da fand ich es so toll in Österreich, dass es bei uns, dass man sich Animax über Austria satteln konnte. Man zahlte 9 Euro im Monat und die Deutschen mussten sich dann irgendwie über Sky oder keine Ahnung was das holen. Für mich war es extrem teuer. Da dachte ich mir so, okay, ich zahle 9 Euro, krieg meine Sailor Moon, krieg noch 12 andere Sender, passt. Und deswegen, ich habe dann gerne in diese Serie investiert, denn ich bin auch der Meinung, man sollte sein Hobby unterstützen. Jetzt nicht nur in Richtung, man kauft jetzt 1000 Merchandise, sondern man ist ein Fan, wenn man Merchandise hat. Das ist nicht die Message. Aber wenn es, sagen wir mal, eine offizielle Sache gibt, wenn es
darum geht, zu zeigen, Sailor-Moon-Fans, wo seid ihr? Da sollte man die Serie unterstützen, so gut man wirklich kann. Und für mich war es selbstverständlich, dass ich eine Animax höre und dass ich mir da was Sailor Moon anschauen konnte. Und ich kann mich an den Tag erinnern, das war Ende Oktober 2012, wie ich vom Fernseher saß und dann lief das Intro, sagt das Zauberwort. Und dann dachte man sich, es ist wieder da, nach 7 Jahren, und nach 10 Jahren war Animax. Und dann gab es dann wieder so eine große Diskussion bei den Fans. Viele pochten drauf, das darf doch nicht sein, Zählung sollte für alle da sein und hier und da. Und es gab ja wirklich jede Menge Streitigkeiten im Internet und dann auch von Menschen, wenn man sich mit Fans bequatscht hat, die dann meinen, ja, ich würde mir eine Zählung kaufen, aber entweder kann man das nicht, weil die Technik nicht da war, aber andere haben noch zugegeben, ich hole es nur nicht, mich interessiert es nicht, 10 Euro zu zahlen. Ich will es gerade durch, oder noch besser, ich hole es nur aus dem Internet. Ich bin da nicht so ein Fan gewesen, vor allem in der heutigen Zeit. Ich meine, so von 2005 bis 2009 kein Problem. Da gab es keine Rechte, da gab es Nutzungsrechte. Und wenn sich da jemand die Folgen runtergeladen hat, der Mai, also sagt ja keiner was, aber nicht jetzt, wo es das große Comeback gab. Aber man hat dann schon versucht, die Fans quasi recht zu machen. Und dann hat sich doch eine Firma, sag ich mal, erbarmt, sich die Rechte zu kaufen, und zwar Kase. Da gab es dann wieder auch die Streitigkeiten. Man kann es ja mit niemandem recht machen, haben wir auch selber inzwischen gemerkt. Was gab es denn dazu zu sagen? Also im April 2013 gab die deutsche Firma Kase bekannt, ja, wir haben uns die Rechte zu Sailor Moon gekauft. Wir werden Sailor Moon wieder, da sieht man wieder in der Opus, die Hinweise auf Deutsch erfinden, aber auch im japanischen Original. Denn auch bei den italienischen DVDs oder bei den thailändischen oder bei den portugiesischen, spanischen etc. war es immer so, dass man, wenn man die landessprachige Version veröffentlicht, dass man auch das Original japanische mit veröffentlicht. Und so kommen wir dann jetzt auch in den Genuss, Sailor Moon wirklich unzensiert im Japanischen zu sehen. Und in deutscher Fassung ist ja eigentlich bei den meisten Fans recht gut rübergekommen. Was bei uns halt herrschte, war, dass es eine extrovertierte Unzensur gab. Und wenn man sich das japanische Original dann ansieht, wenn so eine kurze Frage wäre, vielleicht hat sich meine Verfolgung Sailor Moon im japanischen Original angeschaut. Hallo. Super! Ich habe mich jetzt letztens die zweite Box geholt von der zweiten Staffel, wo es um den Black Unklang ging. Bitte? Ja, bitte. Ich bin unschlüssig bei dem Kauf. Überall steht, dass Italien und andere Länder zu zählen Boxen auch bei dir rausgekommen sind. Hier in Deutschland ist es einfach so ein, wenn Deutschland jetzt Österreich-Kopien auch sein. Wir nehmen das, was wir im Fernsehen haben, und klatschen es einfach auf eine DVD. Also im Prinzip von gleichen Ton, Qualität etc. Deswegen bin ich unschlüssig, ob ich es kaufe, sondern ist das wirklich so. Dazu komme ich später, denn da sind da große Streit bei den Fans, die gesagt haben, ich kaufe es nicht. Aber nochmal zurückzukommen zur japanischen Folge. Ich habe jetzt letztens die zweite Woche der zweiten Staffel geholt. Und ich habe davon eine Rezension geschrieben und mein Schlagwort war, in jeder Folge kommt mindestens das Wort oder der Satz, tötet es, tötet sie, tötet jedes Wort. Also, und im Deutschen hieß es so, nein, schlaf nicht ein oder nein, verschwinde nicht. Es hat mich geschockt, dass dann zum Beispiel ein letzter Wort meinte, ja, tötet dieses kleine Bike-Chi, das ist mir egal. Und es ist wirklich krass, wie die japanische Beziehung drauf ist, von Naruto mit Chio zu schreiben, was da im Japanischen so ablief. Nochmal zurückzukommen, warum haben sich die meisten Fans über die deutsche Fassung eigentlich aufgeregt? Es hieß im Vorhinein, okay, wir haben das deutsche Master, was wir alle kennen, von RTL 2 oder Animax oder ORF, aber man wird auch die Serie in einem remasterten Videomaterial, was es auch in Italien gab, veröffentlichen mit dem japanischen Ton. Super, fanden alle Fans. Man hat dann auch, es gab dann wieder viele Diskussionen im Kreis, denn eine Box mit 23 Folgen liegt so bei 55 bis 60 Euro, das sind für viele einfach zu teuer. Aber das ist ja so ein weiterführendes Gebiet, da müsste man sich generell
mit dem Thema einige DVDs im deutschsprachigen Raum auseinandersetzen, denn viele DVDs im Raum und natürlich gibt es auch billige, wenn ich mir bei HSN die DVDs zu den Oscar oder so ansehe, hat man natürlich 100 Folgen und es kostet vielleicht so viel. Aber erstens, jede Lizenz kostet anders, darf man nicht vergessen, eine Mila Superstar wurde weitaus weniger eingekauft als eine Sailor Moon. Zweitens, das Bonusmaterial, sag ich mal. Und natürlich auch andere Publisher, Kase Anime ist der einzige deutsche Publisher, der nur Animes rausbringt. Alle anderen, KSM, Universum, die alle haben noch andere, bei den anderen DVD-Geschäften, können sich so ein Budget mehr leisten. Aber nochmal zurückzukommen zu der deutschen Fassung, es wurde halt versprochen, okay, man bringt den Zähler einmal mit dem deutschen Master und einmal mit dem Master raus. Und da fing dann schon das meiste an, an den Diskussionen. Für viele war das japanische Master eigentlich nicht so besonders, nicht so toll. Und natürlich der Hauptfaktor, warum legt man die deutsche Tonspur nicht über die japanische drauf? Wir haben damals ein Publisher interviewt und ich kann jetzt eigentlich nur das sagen, was Sie mir gesagt haben, was der Grund war. Erstens, die deutsche Fassung läuft ja 4% schneller ab als die japanische. Das liegt daran, weil die deutsche im PAL-System produziert wurde, während das japanische im NTSC-Format gestreamt wurde. Natürlich könnte man den Ton beschleunigen, machen ja auch viele Leute im Internet. Wenn man mal im Internet schaut oder auf YouTube oder so, wird ja auch immer geschrieben, Sailor Moon Folge 1 in HD und alles in Superbild und Ton und so weiter. Aber was da gemacht wurde, ist, einfach, dass das japanische Bild verlangsamt wurde, wenn man den Ton im Deutschen verlangsamt oder beschleunigt. Und beim Bild ist es nicht so schlimm. Aber da hat man es mit der Frau Takeuchi zu tun. Dass sie dann nicht so einverstanden war, dass das dann auch so abgewickelt wird, hieß es dann, und demnach wurden halt zwei Fassungen gepresst. Einmal für die Nostalgie-Leute, die in der deutschen Fassung aufgewachsen sind, und einmal für die Leute, die wirklich sagen, ich gucke mir Anime nur original und Untertitel an, dafür gab es dann die japanische Fassung. Was ich persönlich wiederum gut fand, ist, dass es bei der japanischen Fassung die Untertitel ausschaltbar sind. Das sind Hardsubs. Da habe ich auch nachgefragt, warum das so ist. Und es hieß, aber ich finde das irgendwie gerechtfertigt. Wisst ihr, wie viel eine Single-DVD, Anime-DVD in Japan kostet? Mit 4 Folgen? Ja. Was das so 50 Euro. Ja, mit 4 Folgen wurde ja. Hier hat man 23 japanische Folgen zu 50 Euro. Man hat mir so gesagt, Toei Animation wollte das so, dass man es Hardsubs macht, damit die Japaner sich das nicht aus Europa importieren, damit sie einfach mehr Episoden zu einem höheren Preis anziehen. Das war die offizielle Presseaussage. Ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt, aber es klingt halt nach der Wahrheit für mich. Ja. Denn ich würde es auch so machen. Warum soll ich 50 Euro für 4 Folgen zahlen, wenn es meine Landessprache woanders gibt? Das wäre doch das gleiche so in der Sprache. Selbst mit dem Versand und mit dem Zoll und allem kommt es halt ein bisschen teuer, wie wenn man das dann alles kauft. Ja. Aber wobei ich sagen muss, mir wäre es dann wahrscheinlich wurscht, wenn es in einer anderen Sprache hart sagt, weil ja, die Navigation, da ist jemand verschwindet. Ja, ja. Wir haben das schon an den Japanern gemacht. Ich würde es auch so machen. Oder ich stand etwas kurz auf Topic, ich stand auch kurz manchmal bei anderen Serien, wie zum Beispiel Death Note vor der Entscheidung, kaufe ich mir die Turbine DVDs aus Deutschland oder importiere ich mir die US-Version? Weil da auch irgendwo, na, bei Elfenbein war das. Da war deutscher Untertitel dabei. Genau. Ja, da dachte ich mir, naja, nachdem dann dieses Thema uns alle aufgereichert hat, kam dann das nächste Thema, was dieses Jahr quasi wieder sehr viele Leute zum Fender sein animiert hat. Sailor Moon kam wieder zurück ins Spiel, wie auf Iva. Wir haben von der ganzen Zeit rübergeguckt. Teilweise. Ja, ich habe auch teilweise gedacht, man kennt ja noch. Ja. Aber ich muss sagen, mir ist aufgefallen, dass bei Viva die Qualität trotzdem schlecht ist wie auf dem DVD-Box. Viel schlechter. Auf Viva ist es schlechter. Ja, die ist viel schlechter. Aber dafür ist wiederum interessant. Da beschwert sich wiederum keiner. Ja, das war ich auch. Das ist mir
bekannt ist, dass ich auch Viva die Online-Rechte geholt hat und man konnte, macht aber schon die Folge auch legal, wirklich legal anschauen. Auf der Viva-Seite, wie geil ist das denn? Okay, einige haben sich es runtergeladen, aber wieso denn nicht? Wenn man's, was ich halt schlimm fand, ist, das ist ja auch ein Film, so circa 2008, 2009. Ich war selber davon betroffen, deswegen tut es mir so weh. Ich habe mir damals auf Seiten wie zum Beispiel Haben.at oder eBay Kleinanzeigen, so 2008, 2009, Leute, die sich die ganzen Internet-Rips gedownloadet haben, auf DVD gespannt haben und die Serie für teuer Geld verkauft haben. Und damals war man halt bereit, 100, 150 Euro für schlechte TV-Rips oder Internet-Downloads auszugeben. Aber das war einem egal, wenn man immer die Serie sehen wollte. Und ja, heutzutage legen die meisten auf, weil man für eigentlich 22 Folgen plus Booklet, plus Aufmachen und so weiter 50 Euro zahlt. Aber okay, das ist wieder ein anderes Thema. Eben, was heißt man so? Ich finde es nicht so schlimm, weil andere Fälle, die schlimmer sind. Wenn ich mir jetzt noch die neue Serie Sailor Moon Crystal anschaue, habt ihr mal gesehen, wie viel Land es wieder kostet für zwei Folgen? Ja. Vor zu bestimmt auch 50 Euro. Da hat man noch für vier Folgen 50, jetzt hat man gezahlt haben für zwei Folgen 50 Euro. Aber haben wir trotzdem gekauft. Aber gehen wir mal wieder zurück in unsere eigentliche Timeline. Sailor Moon hat ja schon einige Jahre auf ihrem Buckel. Über 20 momentan, 92 ist gestartet. Damals noch in jedem Stil bekannt. In den 2000er wurde es dann entweder so dargestellt bei den Merchandise oder den Promo-Aktionen. Und seit 2010 kennt man Sailor Moon. Wenn es dann um Produkte geht, eher so. Sailor Moon hat eigentlich schon viele Zeichnisse durchgemacht. Die Anime-Serie also selber war ja von ein Dutzend Chef-Animateuren gezeichnet. Und naja, es gab halt einen markanten Stil, den von Naoko, die ihre Sailor-Kriegerin extra dünnen langen Beinen und viel Haar und viel Brust gezeichnet hat. Und ja, was man dann auch nicht vergessen darf, ist, der Sailor Moon Manga ist eigentlich für eine ganz andere Zielgruppe ausgelegt. So für Schulmädchen nach dem Alter 14, 16, 18, wie man da die Anime-Serie genommen hat für Kleinkinder. Das hatte dann auch nicht gepasst. Verständlich, wenn man sich brutale Szenen aus dem Manga anschaut, wo der Feind jemanden mit einem Speer durch die Brust durchlöchert, würde man im Anime nur so einen Puff sehen und der ist schon tot. Es gab ja schon ein 10-jähriges Jubiläum zu Sailor Moon, was aber nicht so groß war. Beim 10-jährigen Jubiläum wurden halt die Merchandise dazu genommen, aufgelegt, die Live-Action-Serie kam dazu, Jubiläumsmusical und so weiter. Aber alles in einem beschaulichen Rahmen. Aber so richtig dachte man, dass man es krachen, wenn Sailor Moon ihren 20. Geburtstag feiert. Das war 2012 der Fall und man hat die Fans dann mit etwas ganz Besonderem überrascht. Auf einmal gab es dann dieses Logo, kann man erinnern, es ging eine Newsseite der japanischen durch und dann auch langsam die unsere Newsseite in den deutschen Raum. Das 20-jährige Anniversary-Projekt, also 20 Jahre Sailor Moon, wird eingeläutet. Es war damals im Sommer 2012 eine große Presseshow angekündigt, aber da wusste noch wirklich niemand, was wird denn vorgestellt oder was geht es. Der japanische Verlag Landschau und Toei Animation haben einfach dazu eingeladen, alle wichtigen Journalisten an dieser Show teilzunehmen und auch uns Fans über das Internet. Wir leben ja in der Zeitalter, wo man sich alles über das Internet anschauen kann. Und somit hat man gesagt, okay, man steigt, man lässt diese Presseshow im Juli steigen und man wird dann irgendwas ankündigen. Da war der Manga-Editor vertreten, die Synchronsprecher von Cyberpunk Mambo. In der 1,5-Stunden-Show wurde dann auch nur nostalgisch was sie dann geredet und was die Serie bekannt ist. Man hat den Anime nochmal präsentiert, ein paar Manga-Kapitel. Und dann in den letzten 5 Minuten, wo es keiner erwartet hat, den Promo platzen lassen. Dass es 2013 wurde gemerkt, ein neuer Anime rauskommen sollte. Und da stand das rechte Fanbild Kopf. Es hieß, okay, jetzt ist 2013 aus Haaren, es kommt was Neues. Sailor Moon kommt zurück mit einer neuen Serie.
was wir wirklich einige Monate jetzt vor immer noch nicht wissen, inwiefern kommt sie zurück? Wird es eine sechste Staffel geben? Wird es eine Neuauflage geben? Wird es ein Remake der alten Serie? Wird es eine Manga-Verfilmung werden? Wird es eine Ober-, wird es Filme? Keiner wusste so richtig Bescheid. Was fragt war zu diesem Zeitpunkt, es wird eine Serie sein, also kein Kinofilm oder Obers. Und man hat dann schon immer wieder in die Richtung getreten, es wird quasi was Neues sein, also keine Fortsetzung in der sechsten Staffel. Aber bis es dann wirklich zu einer richtigen offiziellen Aussage kam, dauert es ja längst. Naja, was macht man dann ein gutes Jahr, um sich die Zeit zu vertreiben, bis dann der Anime kommt? Wie damals noch angepeilt, Sommer 2013, da haben sich ja viele damalige Tage gezählt, obwohl es noch kein fixes Datum gab, hat man gesagt, okay, man vertreibt sich die Zeit etwas anders und sagt, Merchandise, ich gebe es doch zu, ihr kennt doch Teile, oder? Man hat sich da wieder um was gedacht, wenn man das Merchandise quasi wieder einbelebt, dass man nicht einfach nur alles wieder entstaubt und wieder ins Regal zurück, sondern dass man nach einem gewissen Schema vorhergeht. Und Naoto war es sehr wichtig, dass man Merchandise erstellt, das für die momentane Zielgruppe sehr wichtig ist. Was war die momentane Zielgruppe? Mädchen, beziehungsweise jetzt Frauen, die Mitte 20 oder Ende 30 sind, die damals in ihren Schulzeiten in Zählungen aufgewachsen sind. Das ist jetzt die neue Zielgruppe von Sailor Moon Crystal eigentlich gewesen, die neue Serie. Und somit hat man Merchandise-Produkte erstellt, die auch im tagtäglichen Leben einen Nutzen haben. Wie zum Beispiel eine Puderdose in Form von der Crystal-Frosche. Oder der Mondstab, aber diesmal wirklich einen richtigen Mondstab mit einer richtigen Sichel. Die alten waren nur so eine Halbsichel und ohne Silberkristalle und keine Ahnung was. Und man hat wirklich den Fokus drauf gelegt, wir machen Merchandise für Sammler, wir machen Merchandise für die Liebhaber des alten Animes und natürlich für die ganzen Frauen da draußen, die sich nicht schämen, wenn sie uns dann für Bruder so irgendwo rauszucken oder wenn sie Klamotten von Sailor Moon tragen, weil es nicht in diesem kitschigen Stil gemacht wurde, ist, mit sehr viel Farbe und mit sehr viel kleinen Mädchenzeug. Es wurde wirklich sehr dezent aufgetragen, dass man auch versucht hat, Sailor Moon in die Kultur wieder einzubringen, vor allem in Japan. So kam auch Schmuck, teurer Schmuck, man hat sie liegen lassen und hat dann Swarovski Gold Silberschmuck angefertigt und nicht dieses elende Plastikzeug, was die kleinen Kinder damals in den Ohren hatten. Und ja, das Merchandise nimmt nicht mehr ab. Immer wieder Taktik, vielleicht ist jetzt auch schon wieder was erschienen, ich habe nicht gewusst, es erscheint wirklich tagtäglich Merchandise. Und wenn ihr Merchandise haben wollt, findet sich wirklich mal nach deutschen Shops oder über japanische Bücher auch schon mal oder über unsere Partner Figura. Da haben wir zwei Sätze ganz zu fremd. Es gibt ja jetzt auch wieder Plüschis, Sailor Moon Plüschis seit ein, zwei Jahren. Ja. Das hat man ja vorher überhaupt nicht gesehen. Ich habe zum Beispiel so eine Artemis gekauft. Also es wird wirklich viel produziert, zu viel für meinen Geschmack. Denn. Noch immer viele Stressen, klar. Ja. Teilweise doch nützliche Merchandise, wo ich denke, das muss ich haben. Teilweise Merchandise, wo ich denke, das braucht keiner. Teilweise produzieren sie nicht mal das, worauf alle scharf sind, wie zum Beispiel Sternenfigur. Das kommt noch, bin mir sicher. Ich bin mir auch sicher, denn wenn ich mir so die Schritte ansehe, die sind mit der ersten Staffel nicht ganz fertig. Denn erst gestern oder vorgestern wurden die Fühler angekündigt, die Verwandlungsfühler der Innocentsies. Und ich so, okay, wir sind noch in der ersten Staffel, bitte nimmt doch die Sternspüler raus. Aber sehr streiten Sie sich ums Design, weil das Design von Manga unterscheidet sich ja stark vom Manga von Welt. Genau. Sind Sie sich da nicht sicher, was besser ankommt? Aber vom Merchandise her wird doch alles auf der alten Serie getrieben. Auch der Mondstand zum Beispiel. Also ich hätte nichts dagegen, wenn man mit seinem Manga-Spüler und einem Spüler dahin steckt. Im Endeffekt läuft da eh alles aus gleichem, was wir eh die Länder haben, weil wir uns eh für alles überall das Geld rausgeben. Aber ich denke einfach, wir sollten es genießen. Denn wer weiß, vielleicht kommen wir wieder in eine Durchstrecke in 5, 6 Jahren, wo es dann nichts mehr gibt. Ja, weil uns hat man halt jetzt alles, bis auf den letzten Cent und seine Seele.
Und man holt sich das dann einfach. Ja, dann kam es dann zum Punkt, es war 2013, es war Sommer, wo ist der Anime? Man hat zuerst gesagt, okay, wir verschieben es jetzt erstmal auf Winter 2013, 2014, Winter, was dann eben wiederum wieder nicht war. Aber es wurde dann, je weiter wir es jetzt nachhaltig haben, auch gesagt, ja, es gibt jetzt einen fixen Punkt, und zwar der Sommer 2014, wo es dann jetzt auch zurück war. Und man hat dann gemerkt, okay, wir können die Fans jetzt mit dem Merchandise etwas alleine halten, aber irgendwie klappt es noch nicht ganz. Deswegen hat man etwas in die Trickkiste gegriffen und hat was anderes wieder aktiviert, was jahrelang in Vergessenheit geraten war. Und zwar Sailor Moon. Wer von euch kennt die Sailor Moon Musicals? Noch einige. Ja, letztes Jahr. Du hast es dir gleich angeschaut. Ja. Letztes Jahr gab es das neue Musical Sailor Moon Garden Orchestra in Japan nur. Sailor Moon Musicals gibt es leider nur in Japan. Es werden keine internationalen Rechte dazu vergeben. Und man hat dann versucht, quasi die erste Staffel in etwas eigenen Stil, in der modernen Zeit wieder neu einzufügen. Was mich da wiederum schockiert hat, vor allem wenn man sich die ganzen anderen alten Musicals ansieht und sich dann das anschaut, da gab es wirklich viele Änderungen. Angefangen von den Fukus oder was mich am allermeisten schockiert hat, ich bin heute immer nicht drüber hinweggekommen, ist, dass die Mädels da Hände haben. Das ist einfach mit Amy, sie streitet, dass sie sich in ihre App dort installiert, ihre richtige App. Man hat schon geschaut, dass man Sailor Moon wirklich in die heutige Zeit mit reinbringt, und dann auch von den Klamotten her und dann auch von den Songs her. Was ich wiederum schade fand, ist, es war ja quasi eine Tradition, dass bei allen Musicals der Song La Soldier gespielt wird. Und bei der anderen Konkurse war das nicht der Fall. Man hat zwar 100 Sets für das japanische Opening gehört, aber das war es dann. Viele neue Songs sind dazu gekommen und man hat dann versucht, wieder die Massen zu begeistern. Von 2005 bis 2013 gab es auch keine Musicals mehr. Dieses Glück ist auch geglückt. Ein weiteres Musical steht schon in der Warteschlange, das in zwei Wochen seine Premiere in Japan feiert. Sailor Moon in the Show. Ein Musical zur Erststaffel. Und ich denke, es ist auch eigentlich so wie beim Merchandise. Wenn auf eine Sailor Moon eine Sailor Werbung folgt, dann folgen alle Sailor. Wenn auf einem normalen Musical ein Ehrenmusical folgt, dann folgen doch andere Musicals auch. Also ein Musical ist das. Bitte? Musical ist das. Ja. Was auch wieder ein Kritikpunkt war, der Tuxedo Mask ist nicht männlich. Es sind alle weiblich, denn Naoko steht auf emanzipierte Frauen und in Japan ist es quasi normal, dass Theaterstücke von Frauen gespielt werden, was für uns Europäer etwas merkwürdig ist, sag ich mal. Und deswegen, ja? Da ist es ja eher umgekehrt. In alten Traditionen haben alle Männer gespielt, auch die Frauen. Genau. Ja. Und ja, für viele, sag ich mal, europäische oder ich habe so den deutschen Fans gemerkt, die konnten sich dann doch nicht mit dem Musical anfreunden, weil es auch einfach hieß, man muss einfach mündlich sein. Kurze Frage. Bitte. Warum weiblich? Also der war nicht eine Frau, die eine Frau gespielt, sondern der war weiblich. Die Schauspielerin war weiblich, der Charakter war männlich. Achso, war schon männlich. Ja. Sonst hätten sie doch meiner Meinung nach eigentlich so gut von Katy Perry mitteilen. Call me maybe. Naja, also, ja, der Orchester war ein Erfolg. Wieder verbunden mit sehr viel Merchandising. Ich habe mir jetzt auch die DVD bestellt. Dann zeigt man auch, ich habe 60 Euro gezahlt, aber es ist einfach wert als Fan, wenn man sich das Musical, wenn man schon nicht live dabei war, dass man sich das dann vor dem großen Fernseher ansehen kann. Wie lange dauert so ein Musical? Bitte? Wie lange dauert so ein Musical? 1,5 bis 2 Stunden. Also da werden wir gar nicht sehen. Wie viel zahlt man so für eine Karte?
55 Euro oder wie? Ja, also so Preise, wie man dann waren die ganzen Kopfhörer ganz vorne. Ja. Also ich meine zum Beispiel hier bei uns in Wien zeigt man ja auch voll gutes Musical in der ersten Reihe. Also schon die sehr gut. Ja. Sehr gut. Und demnach finde ich jetzt auch, wenn man sich 60 Minuten vor für eine DVD gönnt, naja, man hat halt nicht dieses Feeling, dass man davor sitzt und man hört alles und man spürt alles, aber für den Gebrauch zu Hause ist es dann schon nett. Was aber jetzt mit Ceramiden noch weiter gemacht ist, sie streben schon Ziele ins Ausland an. Wie jetzt zum Beispiel vor gut einem Monat waren wir auf der Lapland Expo in Paris zu Gast und haben dort ein paar Songs aufgeführt. Habt ihr es gesehen? Wir waren verkauft. Aber ich habe jetzt auch einen neuen Artikel gelesen, wo dann die Produzenten gesagt haben, sie würden sich wünschen, dass Ceramiden doch im Ausland auch mehr präsenter wird. Aber wenn sie zu diesem Punkt kommen, dass sie Rechte verkaufen, können sie sich am besten wenig vorstellen, dass die Songs in der anderen Sprache eingesungen werden. Weil es doch eine Tradition ist. Und da hat es wieder mit Glauben zu tun, dass dann sicherlich wird, dass die Songs im Japanischen bleiben. Von daher, wir sind gespannt, ob es dann wirklich eines Tages alles kam. Das Musical wird dann auch ins Ausland verkauft und vor allem nach Wien. Wien ist ja auch bekannt für seine Musicals. Ich kann mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Eine gute Oper ist auch auf Italienisch und wird mit in dem Fall Obertiteln meistens gemacht. Also ich glaube, das kann funktionieren. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Zum Beispiel Mama Mia war nur im Englischen in der Staatsoper. Das war vor ein paar Jahren. Und da haben es auch die Deutschen Untertitel. Ich hatte sehr gerne, die haben es halt nicht so gut Englisch können. Also kann ich mir gut vorstellen. Ich würde sofort Karten kaufen, egal wie viel Verlangen wir sehen, um zu uns kommen. Aber was ich mir auch die Frage stelle, haben wir uns lieber über die Politik im Jahr, dass es lohnen würde, jetzt zum Beispiel nach Österreich dieses Musical aufzuführen? Oder dass man in einer Stadt, wie zum Beispiel in Hamburg oder in Köln, wo mehr Leute da sind? Es ist eine Frage, ob es da aufwendig ist, sage ich mal. Wenn es das einmal in Europa gibt, die Halle ist ausverkauft, die waren hier stehen. Ja, 30 Vorstellungen, ich glaube auch auf 100 vielleicht oder so. Ja, ich habe ein paar Shows, 10 Shows oder so. Anstatt im jeden Tag, dann können es wieder schon aufgehen. Und vielleicht Städte wechseln, weil das war bei mir auch nicht auch so, die waren alle paar Wochen in einer anderen Stadt. So könnte es wieder klappen. Oder es würde hier persönlich auch reichen, dass sie auch Conventions auftreten. Also das ist das einfach nicht so ein Zweifel, ob die Einnahmequelle nicht mehr gut ist. Ja, genau. Wenn man sich leisten kann, kann man sich nicht. Ja, es ist sicherlich alles mit Frage des Geldes. Ja, weil die Karin hat ja mir als Gefühl haben, sie hat erzählt, dass sie mit den japanischen Schauspielern immer ein Foto machen musste. Also. Ja, das kommt auch noch hinzu. Die Japaner sind da nicht so, also, ja, wir schmeißen uns jetzt ins Publikum rein, sondern sind sehr distanziert. Und ich weiß nicht. Für mich war es auch seltsam, wie Jugendliche selbst, wenn sie sich wohl zu klatschen, wenn ein Akt vorbei ist oder wenn es zu Ende ist. Und das machen die Japaner eben nicht, das ist total unhöflich, weil wir sind nicht geklatscht haben, gesehen und haben sowieso auch mehr gefunden. Wir haben sogar gepfiffen am Ende, dass auch alle Japaner total merkwürdig gefunden sind, die Flüchtlinge. Das aber nicht machen, ja. Ja. Was ich aber erstaunlich fand, und alle Achtung, wenn das tut, die Frau Taguchi nie, am Premierentag, das war Anfang September, saß Frau Taguchi mitten im Publikum und hat sich das angeschaut. Okay, nicht mehr waren da nur Securities. So. Sie war halt nicht so. Vier, fünf, sechs Stunden. Ja, sie saß halt nicht so mit dem Fans, aber sie saß schon mit dem Publikum. Aber man hatte trotzdem halt keinen Kontakt zu, man konnte nicht hingehen und sagen, hey, ein Autogramm bitte. Das war trotzdem nicht der Fall. Aber sie ist ja Kameras schon. Sie weiß auch alles über ihre Manager oder ihre Außerpiepen regeln. Aber ich habe es echt vorgemerkt, dass sie da war und sich das angeschaut hat. Klar, ist ihr Baby irgendwo. Und die Musicals lagen ihr persönlich auch sehr am Herzen. Vor allem die erste Stage,
später wurde auch wieder sehr viel interpretiert, aber wurden auch Sachen hinzugedeutet und sehr kreieren erfunden, die es im Manga nicht gab und andere weggelassen. Kommen wir nochmal zurück zum Manga. Bei uns im deutschsprachigen Raum gibt es ja die Edition vom EMA Verlag, die wir ja alle kennen. Aber in Japan, muss man bedenken, gab es die Edition des FMA 2003. Es gab zwar eine Edition, ist im Zuge von der Ankündigung auch wieder kurz im Handel, aber das hat mir nicht gereicht. Es ging weg, war es immer nur kurz in der Achtung. Da dachte ich, ich war mal kurz der Takuchi wieder. Legt man doch einfach nochmal die Mangas neu auf. Und sie hatte echt keine Kostenlügen quasi geschaltet, haben neue Cover gezeichnet, das sind neue Bilder vom letzten Jahr. Und da sieht man wirklich sehr, wie sie den Fokus wieder auf dieses Ältere legt. Klar ist Sailor Moon, muss ich sagen, ein 14-jähriges Mädchen, aber sie wirkt doch sehr reif. Wie eine Kämpferin und die langen Beine, das viele Haar und die Weiblichkeit, die pure Weiblichkeit. Bei der Open ganz oben bei der Qualitätsskala. Und man hat dann wieder, um die Wartezeit zu verkürzen, die Mangas neu rausgebracht. 2 Stück pro Monat. Bis dann jetzt dann im Sommer 2014 es endlich soweit war. Sailor Moon Crystal, die neue Anime-Serie, ist erschienen. Also ich nehme mal stark an, ihr habt sie schon gesehen. Wer noch nicht, sagen wir so? Nein, nur die erste Folge. Okay. Also ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu sehr. Das ist schon zu spoilern bei 3 Folgen. Nein, also, es war dann im März. Bei einer Nacht in der Überzüge kam ich irgendwann dabei auf dem Weg zur Leipziger Buchmesse. Und auf einmal gab es dann eine mysteriöse Internetseite. Naja, so mysteriös war es nicht, aber. Da gab es einen Countdown, der aufgebaut war wie ein Mond, ein zunehmender Mond, und der sich dann pro Tag überfüllte. Da hat man aber die Rechnung leider ohne irgendwelche Hacker gemacht und wir haben es dann geschafft, doch bevor der Mond sich um 7 Tage gefüllt hat, die Seite zu wecken und zu sehen, welches Material eigentlich dahinter liegt. Und somit wurde dann dieses Bild unter anderem bekannt und das Logo. Zuerst dachten sich die Fans, ist Sailor Moon Crystal jetzt wirklich die neue Serie, ist das neue Bild? Da haben sich die Produzenten 1-2 Tage Schweigen gehalten, aber dann haben sie dann doch mit der Wahrheit leider verfrüht raus müssen, dass es doch die neue Serie ist. Interessant ist, dass der Name Crystal gute 3 Monate vorher oder 4 eingeführt worden ist. Die Produzenten haben sich verschiedene Titel ausgedacht, mit was sie Sailor Moon immer umschütteln könnten. Damals war es so, es gab Sailor Moon Air, Miss, Superstars und man dachte, man braucht jetzt einen ausschlaggebenden Titel für die neue Serie, um sie auch von der alten zu unterscheiden. Und man ist nach das Wort Crystal gekommen, weil, ja, um was geht's denn eigentlich? Alle sind doch auf der Suche nach einem Teil, nach einem verdammten Teil. Nach einem Silberkristall. Ob gut oder böse oder, keine Ahnung, jeder will ihn haben. Im alten Anime kennen wir ihn teilweise so als Kugel. Okay, im Erdkinofilm sieht man ihn auch so. Im Manga ist er aber die meiste Zeit so sichtbar in Form einer Rosenblüte. Und ja, was viele dann auch wiederum merkwürdig fanden, war, ich kann es nur aus der deutschen Sicht sagen, viele waren so verstört, dass Sailor Moon nur im Internet gezeigt wurde und nicht nur auf Japanisch. Ich glaube nicht, wie viele Anfragen und Zeiten ich bekomme, wann läuft Sailor Moon auf deutschem Fernsehen und so weiter. Und man darf nicht vergessen, wir haben wirklich das Privileg in heute gezeigt, dass wir alle miteinander die Serie zum gleichen Zeitpunkt gucken können. Damals, vor 20 Jahren, war das nicht möglich gewesen. Da musste man wirklich 5 Jahre warten, bis die Serie erstmal in Japan ausgelaufen ist, bis es irgendwie zu den stärksten Nachbarländern rübergekommen ist, bis wir uns das einkaufen, bis wir es übersetzen. War ja beim Manga nicht anders. Der Manga war zuerst in Frankreich beliebt, bis sich damals in den 90ern die deutschen Publisher sich den französischen Manga geschnappt haben und dann leider mit den Fehlern übersetzt haben. Aber ja, zurück zu Sailor Moon Crystal. Am 5.7. war es soweit. Ein Samstag, Sailor Moon Crystal wird dann immer jeden 1. und 3. Samstag im Monat ausgestrahlt um 12 Uhr
unserer Zeit, das ist dann schon 19. Zeit, kann man sich die Serie, also die neuen Folgen über verschiedene Plattformen ansehen. Für unseren Fall spricht die Plattform Nico Nico Duda dafür. In Amerika, wo gut einen Monat vor der Ausstrahlung ein komplettes Lizenzpaket verkauft worden ist, also für die alte Serie und auch für die neue Serie, kann man sich dort auch auf Crunchyroll oder auf Hulu oder auf anderen Handy anschauen. Aber wenn man es aus unserem Gebiet anschauen will, muss man einfach über die Nico-Nico-Seite gehen. Es ist alles kostenlos, man hat zwar die Zeit, sich die aktuelle Folge anzusehen, mit deutschen Untertiteln sogar. Also da gab es auch wieder Streitigkeiten, das sieht man nicht auf Deutsch, ich verstehe es nicht. Und wenn ich wiederum denke, lernen die Kinder da draußen kein Englisch in der Schule?